Hallo Waage, herzlich willkommen zu Alaina Tarot. Mein Name ist Alaina Waage. Heute möchte ich gerne für deine Energien, für die Person, die du vom Waage kennst, die an seinem Waage kennst, diese Legung, Kurzlegung mit dir teilen, okay? Waage, bei dir geht es vor allen Dingen um einen bewussten, unbewussten Plan, wo es darum geht, du darfst dich in jeder Hinsicht entspannen und mutig deine Aufgaben angehen. Einige von euch seid hier in einer sehr spirituellen Ebene, andere von euch habt ihr Jenseitskontakte, andere von euch wisst ihr schon bewusst über einen Seelenplan, den ihr vielleicht irgendwann abgeschlossen habt oder einen Seelenplan, den ihr habt, eine Verpflichtung. Wenn es nicht dein Fall ist, geht es einfach nur darum, dass man dir heute sagen möchte, sei mutig, alle Aufgaben anzunehmen, die sich dir bieten, alle Wege zu gehen, die sich dir aufzeigen, alle Gespräche zu führen, die notwendig sind, deine Fähigkeiten, um in eine spirituelle, befreiende, harmonische, terrenale Vibration zu kommen, steht vor der Türe, ist bereits am Start. Und Waage, für dich heißt das, deine Ausgeglichenheit, deine Fähigkeit, ja, nicht nur diplomatisch zu sein, sondern wirklich auf dem Pfad der positiven Vibration, der Heilung, der Anerkennung, der Erfolge, der Situationen, die du durchleben wirst oder durchlebt hast, Lösungen zu finden, steht an erster Stelle. Wir haben eine Waagegeborene, die ein Idealbild verfolgt, eine ideale Familie, eine ideale Partnerschaft, einen idealen Job, ja, ein ideales Leben. Eine Idealisierung mit jemandem, mit irgendetwas, wird dir in der nächsten Zeit aufzeigen, dass du aufhören darfst, einem Ideal zu entsprechen. Du musst nicht perfekt sein, du brauchst nicht perfekt sein, dein Leben muss auch nicht perfekt sein, dein Leben braucht auch nicht perfekt sein, sondern hier geht es darum, akzeptiere die Fähigkeiten für deine eigenen Projekte, für deine eigenen Ziele, für deine eigenen Situationen, alles zu tun, was wichtig ist und lasse einfach nur wirklich los, weil Widerstände werden sich im Leben immer mal wieder bieten, okay, oder immer mal wieder aufzeigen. Und hier geht es darum, erinnere dich dran, dass ein Prozess, wo du an deine Grenzen kommst, gehört einfach zu deinem Leben dazu und dient auch einfach nur einer Heranreifung, einer fortschreitenden, weiteren Evolution. Und Waage, lass dir gesagt sein, du bist in dem richtigen Flow, im Hier und im Jetzt, ja, von allen Idealen loszulassen, deine Ziele zu verwirklichen und allen Widerständen zu trotz deine Fähigkeiten zu zeigen, zu entwickeln. Alle Farbtöne, die mit Gelb, Orange, Braun, Lila, Rot, Orange, Rosa, Pink, Violett zu tun haben, Blautöne, Dunkel, Hell, Mittel, ja, bis zu, ja, ich würde schon fast sagen, Himmelblau bis, also wirklich, schaut mal, diese Karte, ich habe diese Kerze vor einigen Monaten angefertigt. Schaut mal, Waage. Diese Kerze habe ich vor einigen Monaten angefertigt, ja? Und das widerspiegelt genau wieder, was Waage gerade durchmacht oder durchmachen wird. Das heißt, fühle dich in der Flamme, der violetten Flamme, der Liebe, der Glückseligkeit, der Motivation, der Kraft immer wieder willkommen. Okay, und hier geht es darum, alle Farben in Grüntönen noch und nöcher, Gelb, Orange, Rot, Rostbraun, Blau, Violett, alle diese Töne, zieht sie an eure Kleidung, ja, damit sich da was widerspiegelt, damit eure Energien hochgepusht werden. Vielleicht aber auch, ist die Farbe eurer Aura bei den einen oder anderen, okay? Zündet auch eine Kerze an oder fertigt selber Kerzen an, wie auch immer. Aber Waage, du bist in einer Energie oder kommst in eine Energie, wo alle Widerstände zum Trotz dein Leben in eine schöne, wundervolle, neue Farbwelt kommen wird. Ja, hör dir diese Kurznachricht immer noch mal an, weil manchmal ist meine Stimme ein bisschen schwammig, okay, aber das ist einfach nur, weil wenn ich spüre, dass die Energien nicht auf Resonanz gehen, sondern auf, ja, Unmut, auf nicht verstehen wollen, wird auch meine Stimmfrequenz ein bisschen anders, okay? Das sind so kleine Störfaktoren, aber ich lasse mich davon nicht beeindrucken. Ich sage es einfach nur mal, damit ihr Bescheid wisst. Buchstabe E, J, H, F, L, O, P, V, R, N, S, Z, B, W und M. Diese Buchstaben könnten vielleicht von Bedeutung sein und wenn nicht, dann lass sie ziehen. Waage, ich wünsche dir alles erdenkliche Liebe und denk dran, private Legungen, zielorientierte Therapien, 9 Termine habe ich nur noch frei für den Monat Februar. Schreib mich also an, wenn du einen Termin haben möchtest und anhand deines Kommentars werde ich dir zeitnah auch immer wieder eine Antwort geben. Bis dahin, Waage, alles Liebe. Bye.